Hallo zusammen, ich melde mich nochmal und zwar zu einem nächsten Interview. Und ich freue mich, dass ich Andreas Galow von der AfD mit ihm ein kurzes Interview führen darf. Und wie gesagt, auch hier wieder, ich habe einen Zettel, manchmal kann ich mir nicht alles merken. Ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Genau, aber erstmal, hallo, sind wir hallo, beide drauf? Hallo, genau. Jetzt sind wir beide drauf, genau. Genau. Ja, schön, dass ich dich auch mal persönlich kenne oder hier überhaupt jemand von der AfD, weil ich kenne euch zwar als Partei so ein bisschen, aber ja, Leute trifft man ja selten. So, sozusagen. Och, man kann uns schon treffen, aber gut, das ist jetzt ein bisschen schwierig, ne? Hier in Ungarn. Ne? Also genau. Von daher. Und wir sind ja vor 2 Jahren bin ich ja schon nach Estland ausgewandert, da war es auch ein bisschen schwierig, aber jetzt bin ich wieder drauf. Aber jetzt, zwischendurch bin ich ja nochmal in Deutschland, aber mal gucken. Vielleicht ja, trifft man noch mehr. Oder viele kommen ja von euch auch findet nach uns. Genau, wir kommen auch nach Ungarn. Genau, so da ist es. Ich dann auch mal gucken, vielleicht noch mehr von euch zu interviewen. So interessant wäre ja vielleicht noch Höcke oder Frau Weigel. So, wenn die mal kommen. Björn Höcke war, soweit ich weiß, auch hier schon. Bei Frau Weidel weiß ich es jetzt nicht. Ne? Aber ja, der eine oder andere hat auch hier schon mal seine Kontakte schon mal spielen lassen. Beziehungsweise umgedreht sind wir eingeladen worden und dann sind wir auch gerne mal hergekommen. Ne? Das also, ist nicht schlecht. Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall, jetzt mit dir so ein kleines Interview führen zu dürfen. Ja. Genau. Ist das für dich das erste Mal, dass du jetzt in Ungarn bist? Oder warst du schon öfters? Oder? Nee, das nicht. Also tatsächlich, das erste Mal war ich vor einem Dreivierteljahr hier in Ungarn auf Einladung und derjenige, der uns eingeladen hatte, der hatte schon so ein bisschen im Hinterkopf, ob er uns nicht vielleicht den Floh ins Ohr setzen könnte, dass man hier in Ungarn halt sich vielleicht auch mal was anschaut, ne? So an Immobilien oder sonst irgendwas und hat uns ein bisschen rumgeführt und dieses und jenes gezeigt. Ja, und tatsächlich haben wir auch, eigentlich meine Frau, sich sozusagen auf Anhieb verliebt in ein kleines Objekt, hier mitten in der ungarischen Pampa, also nichts, wo man sagen würde, da kommt man eigentlich sonst nicht hin, ne? Aber das war eben doch wirklich auf Empfehlung, auf Anraten. Ja, und dann haben wir dann sozusagen im Dezember tatsächlich zugeschlagen und mittlerweile jetzt sind wir dabei, dieses kleine Objekt als Ferienhäuschen auszubauen. Mhm. Ist jetzt nichts für die Dauer oder so, sondern wirklich eben erstmal nur als Ferienobjekt. Aber wir haben uns schon gehörig verliebt in Ungarn, ne, in dieses Land. Also wirklich sehr hübsch, schon viel gesehen und so kam das. Nee, also wie gesagt, das ist jetzt aber eine Liaison seit 9 Monaten, wenn man so will. Okay. Ja, aber nicht schlecht. Aber dann seid ihr zumindest auch öfters hier, werdet die Leute besser kennenlernen, das Land besser kennenlernen oder genau, so ne? Einfach. Ja, naja, und man merkt ja auch im Prinzip jetzt hier mit dieser deutschsprachigen Gemeinschaft, dass ja hier auch, sage ich jetzt mal, so ein bisschen Leben auch mit dabei ist. Man lernt Menschen kennen und kann sich auch mal mit ihnen verabreden. Ja. Nicht? Also langweilig wird es uns hier garantiert nicht. Nein, das stimmt nicht. Vor allem der Austausch, den man hier hat, weil viele ja länger hier leben, die helfen einem bei Behördengängen, Bürogängen, wie auch immer. Das ist schon nicht schlecht, das stimmt. Stimmt. Genau. Wie fandest du das Treffen? Ich weiß nicht, war das jetzt dein erstes Treffen, wo du jetzt dabei warst? Oder? Das war jetzt das dritte sogar, wo ich schon dabei war. Ja, also ich meine, der Ignaz, der organisiert das ja wirklich sehr gut, sehr professionell. Über die entsprechenden Gruppen ist man auch informiert, wenn hier so ein Treffen ist. Ja, und ich finde das immer insofern auch informativ, weil man ja auch jetzt mal abseits von politischen Erwägungen ja auch eine ganze Menge so erfährt. Eben gerade über Behördengeschichten oder von mir aus auch über Handwerkerkontakte, was man ja auch braucht und. Also insofern ist es für die Gemeinschaft ist es eigentlich hier sehr wichtig, ne, was hier passiert, weil auf die Art und Weise kommt man hier ganz schnell sozusagen auch mit den ungarischen Gegebenheiten und Gepflogenheiten klar. Mhm. Ne, weil die Ratschläge, die man hier bekommt, die bekomme ich ja sonst nirgendwo. Ne? Also das ist ja sonst sehr schwierig. Ja, das stimmt. Mhm. Ja, das ist das, was auch mich heute, deswegen habe ich vorhin einen da, als ich kurz was gesagt habe, gesagt, dass ich einen Steuerberater suche. Genau. Wo ich mir gerade von Ungarn sagen lassen habe, das ist auch wieder ein wichtiger Tipp für mich, dass es nicht Steuerberater ist, sondern man sucht hier Buchhalter. Mhm. Ja, und das finde ich dann cool, dass dann die Leute auf einen zukommen und sagen, hey, Steuerberater war das falsche Wort vorhin, das heißt hier Buchhalter. Genau, ne? Das finde ich cool, ja, dann wirst du direkt darauf angesprochen. Ja auch, Notare gibt es ja auch nicht, wusste ich nicht, ne? Hier geht man zum Rechtsanwalt, ganz einfach, genau, und der regelt das. Nicht, ne? Ja. Genau, ne? Das finde ich halt richtig gut, dass man aufeinander aufpasst sogar oder dass man halt wirklich sagt, ja, das war jetzt ein bisschen falsch, sag lieber das und das oder so und so findest du deinen Weg. Ne? Genau. Das ist perfekt, genau. Wäre Ungarn ein Land, wohin du auch komplett auswandern würdest? Ja, definitiv, weil ich meine, eigentlich alles, was man sich erwartet, findet man hier, also als ganz normaler Bürger. Ungarn ist sicher, Ungarn ist
auch für meine Begriffe rechtsstaatlich organisiert. Also all der ganze Prozess jetzt auch von unserem Häuslekauf bis hin jetzt sozusagen zu der Aufenthaltsgenehmigung, das verlief hier alles in Bahnen, die genauso abliefen, wie es auch in Deutschland der Fall ist. Teilweise sogar noch etwas bürokratischer, aber auch damit kommt man irgendwie klar. Ja. Also ja, ja, und da kommt natürlich mit hinzu, ist eine wunderbare Umgebung hier. Ne? Mhm. Also hier hast du eigentlich alles für Kind und Familie oder Familie und Kind so rum, mhm. Was man eben eigentlich gerne hätte und braucht. Und was mir auch aufgefallen ist, dass Ungarn sehr kinderfreundlich ist. Ja, ne? Also das ist eben wirklich noch eine Geschichte, wo ich sage, ja, hier denkt man noch an seine Bevölkerung. Mhm. Und das ist den Leuten ja sehr wichtig. Die Ungarn sind sehr gastfreundlich. Ja. Gut, ich würde jetzt nicht behaupten, dass man in Deutschland nicht gastfreundlich wäre, aber ich sag mal, es ist hier noch ein Ticken entspannter. Es ist anders, das ist, die Mentalität, dieses südländische Flair, das ist ja anders. Mhm. Ja, genau, ja. Das stimmt. Kennst du eigentlich Ministerpräsident Orbán persönlich? Also hast du ihn schon mal getroffen? Nein, nein. Okay. Also soweit denke ich mal, geht mein Einfluss oder meine Wichtigkeit da nicht, okay. Als dass ich da schon mal einen Kontakt gehabt hätte. Ich weiß aber, dass innerhalb der AfD es einige sind, die eben auch Kontakte zu den europäischen Nachbarparteien oder Freundschaftsparteien haben. Mhm. Also ich war zum Beispiel schon mal in Belgien oder so eben mit entsprechenden Politikern zusammen oder auch schon mal in Österreich mit FPÖ-Menschen. Mhm. Also insofern wird sich das bestimmt hier mit Ungarn auch nochmal ergeben. Ne? Ja, aber ja. Wäre das so ein Wunsch von dir, ihn mal persönlich kennenzulernen? Ja klar, warum denn nicht? Natürlich, logisch, ja. Ja. Also ist ja schon, sage ich jetzt mal, ein man sieht es an den Wahlergebnissen, es ist schon ein sehr populärer Politiker hier in Ungarn und ich meine, er hat ja auch viel Ungarn erreicht. Mhm. Sicherlich ist es auch nicht ganz unumstritten, das ist auch klar, aber welcher Politiker ist das schon? Nicht. Ja, das stimmt. Also von daher, ja, natürlich, klar. Ja. Aber ich sag mal, ich bin da auch offen, ich sag mal, Kontakte. Es muss ja nicht immer gleich der höchste Mensch im Staate sein. Nicht? Also da, ich würde mich mit jedem gerne unterhalten, der hier irgendwie was in Ungarn auch zu sagen hat und zu entscheiden hat. Das stimmt, das wäre nicht schlecht, das so mal jemand zu treffen, wo ich dann auch mal interviewen könnte, wäre vielleicht auch für mich mal interessant. Ja. Genau. Also von der Regierung Ungarn, ihr wisst, ihr würdet euch gerne mal kennenlernen. Genau. Genau, manchmal geht die Kamera raus, dann gucke ich da. Genau, so jetzt mal wieder drauf. Wie findest du das eigentlich, du kriegst das ja selber mit jetzt aus Deutschland, weil du bist ja auch in der Politik, es wandern ja viele deutsche Menschen ab. Mhm. Ich sage jetzt extra, also nicht falsch verstehen mit Deutsch, ne? Man weiß auch, was gemeint ist. Oder sagen wir, viele Menschen wandern aus. Ja, manche gehen sogar auch in ihr Land zurück. Oder Familien wandern jetzt auch viele aus. Ja, das kriege ich jetzt zum Beispiel hier mit, weil ich jetzt auch hier von Familien angesprochen werde, wo ich vielleicht, obwohl ich erst 3 Wochen hier bin, trotzdem mal 1, 2 Fragen beantworten kann. Wie findest du das, dass so viele Menschen jetzt sagen, sie wollen raus aus Deutschland, sie können nicht mehr, wollen nicht mehr oder wie auch immer? Na, im Grunde ist es ja eigentlich eine Katastrophe. Denn in Deutschland wird ja viel vom demografischen Wandel gesprochen. Und man behauptet ja immer, man müsste schauen, dass man eben auch mehr jüngere Menschen in Deutschland hat, die dann logischerweise dann in Lohn und Brot stehen, Steuern zahlen und die Renten für die Alten bezahlen und. Nicht? Und wir erleben im gleichen Atemzug, dass wir zwar aus aller Herren Länder Leute zu uns gebracht bekommen, nicht, die all das gar nicht leisten können, ne, weil sie nicht integriert sind und vermutlich auch nie von ihrer Ausbildung her und so weiter uns wirklich den Nutzen bringen könnten, der ja mit dem demografischen Wandel so wichtig wäre. Und im gleichen Atemzug wandern aber junge Familien aus, auch mit den Kindern, die eigentlich die Leistungsträger von morgen wären. So, und das ist für mich eine total paradoxe Situation. Na, man vertreibt mit der aktuellen Politik Menschen aus dem Land, die für uns wichtig wären, und holt sich Leute rein, von denen wir jetzt schon wissen, dass sie keinen, sag ich jetzt mal, ökonomischen Mehrwert, wenn man, auch wenn sich das blöd jetzt anhört, ja, aber aber das ist ja mit dem demografischen Wandel ja gemeint. Ne? Das ist ja der ökonomische Mehrwert, der ein Mensch letztendlich für den Staat ja irgendwo auch erbringt. Ist ja auch ganz natürlich, das ist ja nichts Schlimmes. Ne? Und das ist halt das, was ich wirklich als ein Problem ansehe. Ne? Also ich kann jeden verstehen, der den Schritt aufgrund der politischen Verhältnisse in Deutschland
der diesen Schritt wagt, und der ist schwierig. Ne? Also jetzt mal so eben zu sagen, ja, ich wandere mal aus. Ja, wenn man sich dann mal genau anschaut, was das eigentlich bedeutet, das ist ja nicht so ohne. Ne? Okay. Man muss ja auch im neuen Land ja irgendwo in Lohn und Brot sein. Ne? Also hier dem ungarischen Staat auf der Tasche liegen, kannst du mal vergessen. Ja. Ne? Da sagen die ganz schnell, guck mal, da ist die Grenze. Ne? Ich glaube, das ist in jedem Land so, außer ja, Deutschland. Außer in Deutschland, genau. Ne? Und dann bist du ganz schnell wieder draußen, auch als Deutscher. Ne? So, und deswegen, das ist schon ein mutiger Schritt für die Familien, aber viele tun es. Ja, deswegen mir auch, es ist schade, ich bin in Deutschland geboren, ich bin aufgewachsen dort, ja, es ist meine Heimat, und dann irgendwann zu sagen, so, ich gehe jetzt, also ich bin sowieso ein Mensch, ich wollte schon immer auswandern, aber jetzt nicht, weil mir Deutschland damals sich kleiner nicht gefallen hat, sondern einfach, weil ich will was anderes erleben. Ich kann nicht an einem Standort bleiben. Ich bin so ein Mensch, mich packt das Fernweh, ja, es gibt das so Menschen, aber ja, verstehe ich. Ich kann es für die Menschen natürlich verstehen, die sagen, wir würden gerne bleiben, aber wir können halt nicht mehr. Das stimmt, das ist schon sehr schade. Und wer weiß, vielleicht klappt es ja mit euch, dass irgendwann Deutschland wieder das wird, wo ich als Kind kenne. Ja, das fehlt mir halt, dieses Deutschland, wo ich als Kind kenne. Und wir werden mal sehen, was passiert in der nächsten ja, Zeit. Ja, die Befürchtung ist ja leider Gottes, ich glaube, so wie es mal war, wird es nie wieder werden. Ne? Also ich denke mal, das ist ein Punkt, das ist ein Trugschluss, wenn man jetzt glaubt, dass man die Uhr komplett zurückdrehen kann. Ich denke, man muss dann auch schon nach vorne sehen, aber trotzdem gilt es auch, Deutschland wieder lebenswert zu machen. Ja, so, und zwar für die Indigenen, ja, die schon immer dort gelebt haben, die dort geboren sind. Und ich glaube, da haben wir auch ein Recht drauf, da haben wir einen Anspruch drauf, dass Deutschland auch das Land der Deutschen bleibt. Wie es dann auch später vielleicht mal aussieht, Änderungen hat es immer gegeben und wird es immer geben. Aber so wie es jetzt läuft und so wie es möglicherweise von dem einen oder anderen angedacht ist, dieses Land also wirklich komplett umzukrempeln, dass man das nur noch als Siedlungsgebiet betrachtet, aber nicht mehr als Land der Deutschen, das finde ich ist eigentlich ein Verbrechen am Volk. Und da werden wir uns ganz entschieden gegen wehren und ich auch, solange ich noch kaufen kann, auch tun werde. Es ist auch für die schade, die extra nach Deutschland kommen und die Sprache lernen, arbeiten gehen, Kinder zur Schule gehen, für die ist es auch schade, dass sie jetzt ein Deutschland sehen, was eigentlich wir haben nicht mehr so in ist, wie sie AfD, recht haben. In der AfD haben wir im Augenblick auch einen massiven Zuwachs an Ausländern, die bei uns Mitglied werden. Also Leute, die schon die deutsche Staatsbürgerschaft haben, selbst welche, die sie noch nicht haben, fragen bei uns an, ob sie bei uns mitmachen können und eintreten können. Können sie im Übrigen. Okay. Weil das auch nicht ihr Lebensziel war. Sie sind eben wirklich nach Deutschland gekommen, weil ihnen Deutschland schlichtweg mal als Land der Deutschen gefallen hat und nicht als Siedlungsgebiet. Ja. Ja, so. Und jetzt merken sie im Grunde genommen, dass sie als Ausländer sich möglicherweise schon sogar eine Existenz aufgebaut haben und sehen, wie das gerade kracht. Ne? Und ich meine, man muss sich mal vorstellen, ich verlasse mal irgendwann mein Heimatland, habe alles hinter mir gelassen, baue mir eine neue Existenz auf und dann geht dieses Land genauso krachen wie das Land, aus dem ich vielleicht mal vorher gekommen bin. Ja. Ne? So, und dann muss ich möglicherweise mir ein drittes Mal eine neue Existenz aufbauen. Das kannst du doch keinem Menschen zumuten. Ja, so. Und das ist halt genau der Punkt, denke ich mal, warum wir auch da diesen Zulauf haben, was also auch all das, was man uns ja vorwirft, wir wären fremdenfeindlich und wir möchten so ein deutschtümelndes Land irgendwo wieder haben, ja, völliger Quatsch, nee, wollen wir gar nicht, darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht im Grunde genommen darum, eine Heimat für alle Menschen zu haben, die eben Deutschland lieben. Ne? Und das ist eigentlich unser Ziel. Ja. Hast du noch ein paar schöne irgendwie Abschlussworte so an die Menschen da draußen? Lebt frei, lebt gut und lasst euch die Freiheit nicht nehmen. Kämpft dafür, denn ich denke immer, das ist das höchste Gut, was wir haben als mündige Bürger. Und es gibt genug Leute, die uns das absprechen wollen und denen sollten und wollen wir auch entschieden entgegentreten. Deswegen, ja, Mut zur Wahrheit, Mut zu Deutschland und Glück auf. Ja, genau, das waren doch schöne Abschlussworte. Genau, dann danke ich dir für das kurze Interview, ja, auch dich persönlich mal kennengelernt zu haben. Ja. Trifft man ja nicht immer. Freut mich auch, ne? Ja. Genau. Okay, und genau, wenn ihr mal Lust habt, könnt ihr auch an den Balaton kommen und wie ich es auch immer in den ganzen Videos sage, bitte, falls ihr Kommentare schreibt, sachliche Kommentare. Nicht jeder hat immer die gleiche Meinung. Ja, und das ist aber auch gut so. Aber trotzdem sollte man in allen Themen, egal um was es geht, immer sachlich bleiben. Ja, alles klar. Bis dahin. Tschüss.